Hallo, wieder ich und wie ihr sehen könnt, habe ich für euch mal ein paar Uhren aufgezeigt. Es handelt sich dabei alles um Withings-Uhren, von links nach rechts. Die zweite Generation, nämlich die Withings Active Pop, danach die Withings Steel, dann kam die Withings Steel HR, gefolgt von der vorletzten Variante, die Withings Steel HR Sport. Unterschiede, es sind alles Fitness-Tracker, manche ein bisschen schlichter. In den zwei Iterationen gab es dann oben noch das Display, wo ihr Notifications angezeigt bekommt. Aber ansonsten Fitness-Tracker, wasserdicht und so weiter, alle im Stil einer Uhr. Was ihr jetzt seht, nämlich, ist die neueste Version. Die Withings Move HR Classic, Name vergessen, irgendwas. Ich schreibe es auf jeden Fall in den Artikel rein. Wurde letzte Woche vorgestellt oder vorletzte Woche, egal, vor kurzem. Und tritt die Nachfolge von jener welcher hier an, oder soll die Nachfolge von jener welcher hier antreten, nämlich der Withings Steel. Es gab zwischenzeitlich noch ein günstigeres Modell, das ihr euch selbst gestalten könnt mit allen möglichen Farben und so weiter. Das Modell als solches gibt es in zwei Ausführungen, nämlich einmal mit weißem Zifferblatt, einmal mit schwarzem Zifferblatt, und dann könnt ihr noch auswählen, ob das Gehäuse in Silber oder in Rose Gold sein soll. Wie gesagt, 99 Euro kam jetzt an und ich möchte es einfach mal mit euch auspacken und einrichten. Interessant dabei, die Uhr als solches hat eine Akkuzeit von 18 Monaten. Liegt daran, dass ihr einfach keine Herzfrequenz messt. Bei den Uhren mit der Herzfrequenz habt ihr nämlich gleichzeitig unten noch den Charger. Das heißt, ihr müsst sie laden. So wie ihr hier seht, da sind die Charging-Punkte. Aber die Uhr als solches hat eine Lebenszeit von 18 Tagen. Was mir gut gefällt, Withings, die ja zwischenzeitlich Nokia gehörten, also Nokia Health, bis die gemerkt haben, oh, das ist aber nicht so unseres, macht die Dinger jetzt wieder selbst. So, ich musste kurz schneiden, weil der Akku der Kamera leer war. Aber zurück zu dem aktuellen Modell. Wie gesagt, es ist jetzt wieder Withings. Es wurde halt zurückgekauft, hin und her. Man hat es eine Zeit lang nicht gewusst, was damit passiert und so weiter. Und jetzt machen sie auch wieder Uhren. Sehr schöne Uhren, wie ich finde. Also Tracker, Smart Tracker. Und wir schauen einfach mal an, was wir hier haben. Beachtlich ist, dass man bei der Verpackung zumindest mal auf dieses ganze Plastikgedöns verzichtet. Es kommt in einem schlichten Karton daher, den wir jetzt mal aufmachen. Oh, und auch die Uhr selbst ist nicht anscheinend in Plastik verpackt. Wir haben einmal die Anleitung und eine Quick Installation in Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Italienisch. Schön bebildert, was man alles tun muss. Schauen wir uns auf jeden Fall mal an. So, die Uhr als solches kommt in einem, ja, Filz-Etui daher, und wie ihr sehen könnt, habe ich mich für das silberne Exemplar entschieden mit blauem Band. Sieht sehr nice aus. Also weiße Uhr, ich mache mal ein bisschen näher hier, und ein bisschen Schärfe kriegt er auch noch. Sehr schön hier. Ihr habt auf der linken Seite habt ihr dann die Krone in dem Fall, mit der ihr Aktivitäten starten könntet. Der blaue Zeiger hier zeigt euch den Fortschritt am Tag an. Also das heißt, er wandert von eurem Tagesziel von 0% bis 100%. Und die großen Zifferblätter, die großen Zeiger, Entschuldigung, zeigen euch selbstverständlich die aktuelle Uhrzeit an. Wenn man jetzt mal schaut im direkten Vergleich, ich weiß nicht, ob ihr das so gut erkennen könnt, ist die Anzeige etwas größer geworden, also die Fortschrittsanzeige. Aber soll uns mal nicht stören, wir schauen uns das jetzt einfach an. Tja, was machen wir? Wir richten die Uhr einfach mal ein. Dafür gehe ich wieder ein Stück zurück, lege ein Handy dazu, auf dem ich
das übliche Fingerprint-Problem habe, auf dem ich die Withings Health App bereits installiert habe. Ich brauche ein Konto, das hätte ich ja aber auch schon machen können. Moment. Okay. Alles, was ihr dazu tun müsst, ist, ihr müsst euch die Withings Health App installieren. Die heißt, Moment, HealthMate. Ihr seid somit angemeldet und könnt dann ein neues Gerät hinzufügen. Ihr seht, die SteelHR Sport ist noch verbunden. Ich möchte jetzt einfach eine neue Uhr anmelden. Und zwar laufen die hier unter Tracker. Nein. Laufen sie unter Aura, Blutdruckmaske, Sleepwaage, Fitnessuhr. Und zwar wird sie wahrscheinlich unter der Move laufen. Ich möchte sie installieren. Los geht's. Drücken Sie einmal die seitliche Taste, um Ihre Uhr zu aktivieren. Dann. Sie wird gesucht. Genau, wurde gefunden. Move 83. Withings Move erkannt. Weiter. Koppeln. Und schon sind wir verbunden. So, er benutzt das Gerät. Es gibt natürlich ein Upgrade. Wie sollte es anders sein? Wenn neue Hardware ins Haus kommt, wird selbstverständlich auch ein Upgrade installiert. Es müsste sich jetzt aber auch gleich hier auf der linken Seite die richtige Uhrzeit einstellen. Also wir haben jetzt kurz vor 5. Die Zeiger werden sich gleich von ganz alleine bewegen. Aber nochmal zur Geschichte. Ich finde die Idee super klasse. Ich mag die Uhren super toll. Ich habe auch, wie ihr gesehen habt, einige der Geräte hier. Im Vergleich jetzt mal mit der, nehmen wir mal die, mit der HR Sport, die ein 42 mm Zifferblatt hat, kommt die doch sehr filigran daher. Ich werde sie jetzt auch gleich mal anziehen, damit ihr das seht. Aber ansonsten, ich mag die Uhren einfach. Sie sind schlicht, sie können im Business-Look getragen werden, ihr könnt trotzdem noch euer Tracking machen und für einen Preis von 99 Euro. Jede andere Uhr kostet ein bisschen mehr. Also mein absoluter Favorite ist ja die Phoenix. Aber manchmal werde ich auch ganz einfach dazu genötigt, andere Tracker zu benutzen, weil sie vielleicht dem Moment besser angepasst sind. So, er startet die Uhrzeit, wie ihr seht hier, läuft, stellt sich ein, sind die Zeiger initialisiert, das heißt, ob die Zeiger wirklich alle auf der 12 stehen, ja, es wird die Uhrzeit eingestellt, dementsprechend, ihr seht es oben, wir haben 16:59, das kriege ich jetzt hier auch angezeigt, ich beende das Ganze und sie ist bereit. Ich kann jetzt als nächstes mein Aktivitätsziel setzen. Es wird gefragt, wie ich trainiere. Also bei mir eher kaum, aber nehmen wir halt mal selten hin. Ich kann hier aussuchen, wie viele Schritte ich am Tag machen möchte. Sehe dabei, wie viele Nutzer das hat. 14.000 Schritte soll ein Fußballspiel sein. Ich nehme jetzt mal 5.000. Das ist ein Basketballspiel an der Stelle. Bestätigt. Und ich sehe jetzt dann, wie es weitergeht. Drücken Sie lange, um eine Aktivität zu starten, lange drücken, um Ihre Aktivität zu beenden. Das heißt, ich kann Aktivitäten starten. Was die Uhr auch noch kann, sie kann Shared GPS, das heißt, sie nimmt die Daten auf, gibt sie dementsprechend an die Uhr weiter und ihr seht dementsprechend auch, wo ihr gelaufen seid. So, das Ganze, damit ihr es auch mal seht, ich ziehe sie jetzt mal an. Moment. Also ich habe fette Handgelenke, das müsste euch klar sein. Ich bin nicht so ein Spaghetti-Hansel, aber also gefühlt wäre sie mir jetzt etwas zu klein. Ich probiere mal wieder die Schärfe hinzukriegen. Gefühlt wäre sie mir jetzt wieder etwas zu klein, aber sie macht sich relativ gut. Also sitzt auch relativ fest, dadurch, dass ihr keine Herz Rhythmus messt,
Dementsprechend hält der Uhr auch lange und ihr könnt eine ganz normale CR32 Batterie tauschen nach 18 Monaten. Dazu müsst ihr einfach unten den Deckel abschrauben. Ich weiß gar nicht. Nee. Also der Deckel, den kann man abschrauben, wenn man ein bisschen Gefühl dafür hat, und kann dann dementsprechend auch die Batterie wechseln. Also kein Hexenwerk. Super tolle Uhr, super tolles Konzept, schönes Design, wie ich finde. Auch wenn man es jetzt im Vergleich mit den ganzen Vorgängern, ich lege sie jetzt wirklich mal in der Reihe hin, wie sie alle rausgekommen sind. Ne, das, 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 so, die Steel, die Pop, die Pop. In der Reihenfolge sind rausgekommen. Super schöne Uhren, klassische Uhren, wie ihr sie kennt. Bei der ersten habe ich das Armband gewechselt. Das sind auch Standardarmbänder, die ihr wechseln könnt. Ich weiß gar nicht, ihr habt, genau, wie ihr hier seht, habt ihr die Noppen und könnt die Armbänder ganz normal abnehmen. Sucht euch eine aus. Es ist für jeden was dabei, von sportlich hin zu eher elegant, schick. Was ihr wollt, mit Notification, ohne Notification, wie jetzt die auch, aber zum Preis von 99 Euro kann man gefühlt nicht viel falsch machen. Andere Fitness-Tracker sehen scheiße aus und sind auch wesentlich teurer. Ja, das war's. Wir haben die Uhr ausgepackt, eingerichtet. Sehr schön finde ich, dass sie auf Plastik verzichten. Also wie gesagt, kein Fitzelchen Plastik an dem Ding dran. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns ganz einfach das nächste Mal, wenn es dann weitergeht. Und ich werde jetzt das Video schneiden und euch heute mit meinem dritten Video beglücken. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis dann.